Du bist Schöpfer der ganzen Welt. Jeden Stern hast du gesetzt. Deine Herrschaft ist ewiglich. Vor dir beugt die Schöpfung sich. Pure Liebe kam in die Welt. Und Gott selbst wurde zum Mensch. Komm mal. Jesus, aus tiefstem Herzen danke ich dir. Jesus, für immer danke, Jesus. Du bist heilig und hoch erhöht. Du allein sitzt auf dem Thron. Engelschöre singen dir zu. Heilig, heilig. Du hast gesehen, du hast gesehen.
wir sagen Danke. Komm und drück's ihm doch jetzt gerade aus, wo du bist. Bring ihm deinen Dank für das, was er für dich getan hat, für dich, für mich. Mit meinem Blick auf dich kann ich Krisen überstehen.
das Schönste ist, dass dein Blick dabei auf mich gerichtet ist. Wir glauben, was wir singen. Und wenn wir singen, die Perspektive ändert sich, dann wollen wir das glauben. Dann glauben wir, dass Gott Perspektiven ändern möchte heute Abend. Da, wo du vielleicht nur schwarz siehst, da will er dir sein Licht zeigen. Da, wo du nur Sorgen siehst, da will er dir Hoffnung geben. Da, wo du keine Zukunft siehst, da will er dir Perspektive geben. Da, wo Krankheit ist, da will er Heilung geben. Und das glauben wir wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Ja, die Perspektive ändert sich, sobald mein Blick auf dich gerichtet ist. Du bist mein Fokus, Jesus. Die Perspektive ändert sich, sobald mein Blick auf dich gerichtet ist. Du bist mein Fokus, Jesus. Wenn du glaubst, dann sing noch mit. Die Perspektive ändert sich, solang mein Blick auf dich gerichtet ist. Du bist mein Fokus, Jesus. Come on.
Perspektive ändert sich, sobald mein Blick auf dich gerichtet ist. Du bist mein Fokus, Jesus. Die Perspektive ändert sich, komm, bald mein Blick. Ich spreche Hoffnung aus, ich spreche Heilung aus, ich spreche dein Licht im Dunkeln aus. Licht komm, Licht komm, Herrlichkeit komm und erfülle diesen Ort. Komm und ändere die Perspektive. Komm und bring Licht in das Dunkel. Komm und bring Zukunft herbei. Komm, Jesus, komm. Komm und bring Licht in das Dunkel. Komm, bring Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit.
Yes, Jesus, und wir glauben das. Wir glauben dir. Jesus, wir glauben, dass dir nichts standhalten kann. Dass du so viel größer bist als alles andere. Wir glauben dir, dass wenn wir auf unseren Blick auf dich richten, dass wir auf dem Wasser laufen können, Jesus. Wir glauben, dass dir alle Macht und Kraft auf dieser Erde gegeben ist, Jesus. Dir ist nichts unmöglich. Jesus, und wir, unser Gebet ist es, dass, wenn wir jetzt in den nächsten Song gehen, Vater, wenn wir das Lied singen, dass du wirklich dich verherrlichen möchtest in unserer Mitte, im Wohnzimmer. Herr, du bist der Größte, der Allergrößte. Und wir singen das zu, weil du würdig bist und weil dir alle Ehre gebührt, Jesus. Und wir singen das, weil wir deinen Namen preisen und loben wollen, weil du gut bist, Jesus. Und danke, dass du an uns interessiert bist, Jesus. Dass du daran interessiert bist, dass Ketten niedergerissen werden. Dass du daran interessiert bist, dass Mauern fallen. Jesus, und wir wollen das sehen. Wir wollen das sehen heute Abend. Wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zersprengen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Ist mein Gott größer.
Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt. Komm. Größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt. Größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Du bist der Größte, yeah.
unseres Herzens, wir sind da. Du hast uns gefunden. Deine Handschrift sehen wir überall. Schöpfer dieser Welt. Jahwe, heilig ist sein Name. Lass uns einstimmen in das Lied des Himmels. Du bist heilig. Jesus.
verbeugen uns vor dem König der Könige. Wir beugen uns vor dem König der Könige. Wir beugen uns vor dem König der Könige. Wir beugen uns vor dem König der Könige. Und wir singen würdig.
Jesus, genau deswegen sind wir hier. Wir sind für dich da hier, weil wir dich anbeten wollen. Weil wir unseren Blick auf dich richten wollen und sagen wollen, du alleine bist heilig. Du alleine bist derjenige, der es würdig ist, angebetet zu werden. Und wir danken dir für deine Größe, für das, wer du bist. Es ist nicht in Worte zu begreifen, zu beschreiben, wer du bist, wie du bist. Das Einzige, was wir sagen können, ist, hey, du bist heilig. Gott, du bist so gut. Ich danke dir dafür. Amen. Yes. Ey, das ist so gut. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe so eine Freude in mir. Gerade als ich da stand, ich hatte so eine Freude in mir. Das ist nicht zu begreifen oder in Worte zu fassen, was hier gerade passiert, wirklich nicht. Ich habe so eine Freude, ihr glaubt es nicht. Yes, come on. Ich bin echt noch gespannt, was Gott noch tut. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Das ist gerade so die Mitte vielleicht. Gott ist gut. Yes, Amen, kommt. Hey, gibt Gott mal einen fetten Applaus. Kommt. Yes, come on. Oh man, ich sag's euch. Yes. Hey, richtig schön, dass ihr heute alle da seid. Auch richtig schön, dass ihr alle beim Livestream dabei seid, dass ihr euch eingeschaltet habt. Ich habe mal so ein bisschen im Chat verfolgt, wo ihr alle herkommt. Ist echt interessant, also ist echt eine große Menge, wo ihr alle herkommt. Ist richtig cool. Und ich glaube eben, Gott hat etwas vorbereitet an diesem Abend. Etwas Großartiges. Und das Interessante ist, dass ich, wie ich vorhin schon am Anfang gesagt habe, ja, wir sind heute nicht hier zusammen, aber wir haben ganz viele kleine Lichter in Deutschland verteilt, ganz viele kleine NOWs bei jedem Einzelnen zu Hause. Und wisst ihr, warum das gut ist? Ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit, wo es ein bisschen dunkel scheint, wo es gerade so scheint, dass alles etwas finster ist, dass ganz viele Lichter aufsteigen in dieser Zeit jetzt und Hoffnung geben. Denn ich habe heute für euch eine Botschaft von Hoffnung. Ich glaube, gerade jetzt ist es so wichtig, dass wir diese Botschaft von Jesus weitergeben, gerade in dieser Zeit, wo es nicht so hell ist oder wo es dunkel scheint. Und vielleicht eben denkst du dir, hey, gerade die Situation in unserem Land oder auch darüber hinaus sieht nicht so hoffnungsvoll aus. Oder vielleicht denkst du dir, Olli, ich habe eigentlich keine Lust mehr, über dieses Thema Corona zu reden, über Herausforderungen zu reden. Eigentlich nervt mich das. Oder vielleicht geht es dir auch so, dass du heute hier bist und du sagst, hey, ich bin voll ausgelaugt. Dir geht es eigentlich so, dass du richtig matt, müde bist und du fühlst dich irgendwo vielleicht verlassen von Gott. Und du fragst dich vielleicht, wo steckt Gott gerade jetzt in dieser Situation? Wo ist er gerade jetzt? Oder vielleicht hast du auch eine persönliche Krise, dass du persönlich herausgefordert bist und dir sagst, hey, Gott, wo bist du? Du wünschst dir, dass Gott eingreift, genau jetzt in deine Situation. Wo ist Gott? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in Herausforderungen oder in der Herausforderung, in die ich euch gleich mit hineinnehme, habe ich mir sogar die Frage gestellt, hey Gott, bist du eigentlich tot? Und es ist so ein bisschen das Thema von mir heute, ist Gott tot? Ist Gott tot, gerade jetzt in der Situation, in der du steckst? Und wie ich gesagt habe, ich nehme euch mal hinein in eine Zeit, die nicht hoffnungsvoll war bei mir. Das war so, wir hatten Urlaub, ich war im Sommer zu Hause und dann kam ich wieder hierher. Und wir haben uns dann vorbereitet als Mitarbeiter für die Bibelschüler, dass sie kommen. Und wir beten dann zusammen und bereiten uns eben vor.
Und ich muss euch ehrlich sagen, in dieser Zeit war Gott für mich gefühlt sehr fern. In dieser Zeit war ich sehr, ja, wie sage ich, frustriert. Ich hatte nicht wirklich Freude und ich war ziemlich fertig, persönlich ziemlich fertig. Und eigentlich müsste man meinen, okay, man kommt aus dem Urlaub, müsste auch eigentlich anders sein. Und es war teilweise so, wir hatten richtig gute Zeiten hier als Mitarbeiter zusammen, wo wir gebetet haben, aber ich persönlich, ich war richtig fertig. Ich habe Gott gesucht, ich habe Bibel gelesen, immer wieder gesagt, okay, komm, ich lese Bibel. Und am Ende war es so, dass ich Bibel gelesen habe und mir am Ende dachte, was mache ich hier eigentlich? Oder ich habe gebetet. Ich habe Gott gesucht im Gebetsraum und im Endeffekt dachte ich mir danach, ey, ich fühle mich noch leerer als davor. Das kann es doch nicht sein. Und gefühlt war das für mich so, als würde ich gegen eine Wand reden. Ich habe zu Gott gebetet und es kam irgendwie keine Antwort. Und ich war ziemlich niedergeschlagen. Und als ob das nicht gereicht hätte, dann meine persönliche Krise war noch nicht genug. Dann kam noch eine andere Krise hierher. Wir sind seit Oktober sind wir ein bisschen berühmt in den Medien gewesen. Genau, denn wir hatten ein paar Fälle von Corona hier im Glaubenszentrum. Und dann ging es weiter. Dann hatte ich nicht nur noch eine persönliche Krise, sondern noch eine viel größere Krise, nämlich hier als Glaubenszentrum. Und wir wurden dann getestet, kamen in Quarantäne und persönlich ging es mir gar nicht gut. Ich war richtig fertig. Für mich war das richtig herausfordernd. Und ich kam sogar irgendwann an den Punkt, wo ich mir dachte, Gott, wo bist du? Gott, schläfst du eigentlich? Und ich muss euch ehrlich sagen, sogar ich fing an Gott zu zweifeln. Gerade ich, derjenige, der sagt oder der schon mal gepredigt hat über Greater Than X, hey, Gott ist größer als deine Umstände. Oder auch, wo wir beim Outbreak über das Thema Fokus geredet haben und ich dann bei der UQB darüber reden durfte, hey, wie halte ich meinen Fokus im Alltag? Und mich hat es auch erwischt. Es ging so weit, dass ich mich gefragt habe, hey, macht Glauben noch Sinn? Das ist krass, aber ich will ehrlich zu euch sein. Sogar ich hatte solche Zweifel. Für mich war Gott richtig fern. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen, wie Gott mich daraus geführt hat, wie ich erleben durfte, Gott hat mir geholfen, genau in dieser Situation, und dass er mit mir durch dieses finstere Tal gegangen ist und mich rausgeführt hat aus diesem Loch. Und deswegen habe ich eine Botschaft von Hoffnung für euch heute, denn ihr seid nicht alleine dort, wo ihr seid. Und Gott ist nicht tot, sondern er hilft euch genau in dieser Situation. Und dazu wollen wir uns eine Person anschauen aus der Bibel. Genau, diese Person hat schon sehr lange vor uns gelebt. Diese Person heißt Gideon. Wer von euch kennt Gideon? Yes. Okay, also wir befinden uns schon Jahre vor Jesus beim Volk Israel. Und das Volk Israel wurde unterdrückt von den Midianitern. Und nicht nur ein oder zwei Jahre, sondern schon 7 Jahre. Und das Krasse ist, das wurde schlimmer und schlimmer. Das Volk Israel musste sich teilweise verstecken vor ihren Feinden. Und nicht nur einfach irgendwie verstecken, sondern sie sind in die Berge geflohen. Sie haben sich Schlupfwinkel gesucht in Höhlen und in Festungen. Und zum Beispiel war es dann so, Israel hat Sachen angebaut, Weizen, dass sie dann ernten konnten. Und dann, als sie ernten wollten, kamen ihre Feinde und haben alles mitgenommen. Sie haben sie zerstört, verwüstet. Wir lesen sogar, dass sie kamen wie eine große Menge Heuschrecken. Also wenn Heuschrecken wohin kommen und sie grasen was ab, dann ist da nichts mehr da. Und das haben die Midianiter mit dem Volk Israel gemacht. Sie haben alles verwüstet, alles mitgenommen, sie haben nichts übrig gelassen. Israel war ziemlich kaputt und zerstört. Die waren richtig am Ende. Und vielleicht fühlst du dich auch so, dass du dich schwach fühlst, ausgelaugt, dass du dir denkst, hey, ich fühle mich wie zerfressen. Du fühlst dich matt. Oder vielleicht bist du auch an dem Punkt, dass du sagst, hey Gott, meine Umstände sind nicht perfekt und du fängst an Gott zu zweifeln. Du sagst, Gott, wo bist du? Oder gerade die Situation im Land, Gott, wo bist du? Warum ist es so? Und vielleicht bist du gefühlt im finsteren Tal wie Israel zu dieser Zeit. Israel war ziemlich kaputt und am Ende.
Aber gerade dort, wo sie am Ende waren, wo sie nicht mehr konnten aus ihrer eigenen Kraft kämpfen, dort fingen sie an, Gott anzurufen, zu ihm zu schreien in ihrer Not. Und das ist der erste Punkt, den ich heute machen möchte. Schrei zu Gott in deiner Not. Das Volk Israel schrie zu ihrem Gott. Sie sind an den Punkt gekommen, wo sie gemerkt haben, hey, wir schaffen das nicht mehr alleine. Wir können nicht mehr. Wir sind am Ende, wir sind fertig. Sie haben kapituliert und aufgegeben. Und ich war auch irgendwann an diesem Punkt, von dem, wo ich euch erzählt habe. Ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr von mir aus. Ich kann es nicht mehr. Ich habe immer wieder versucht, alleine zu kämpfen, das alleine zu machen. Ich habe versucht, irgendwie mir Freude zu erarbeiten. Ich habe versucht, irgendwie, ich liebe Motorräder, ich fahre sehr gern Motorrad. Mit Motorrad, ich dachte, komm, wenn ich Motorrad fahre, irgendwo hin in Harz, das wird mich schon irgendwie erfüllen, das wird mir das irgendwie wieder geben. Oder auch, ja komm, dann schaue ich mir ein paar Serien an, ein paar Comedies, die sind schon lustig. Und irgendwie habe ich es versucht, aus mir heraus zu machen. Ich habe alles versucht und ich habe das Beste gegeben, dass es besser wird. Und ich hatte auch gute Zeiten von Gebet, hier mit den Leuten. Leute haben mir Zusprüche gegeben, gesagt, hey Olli, bleib dran, mach weiter. Oder haben mir gute Bibelverse gegeben und ich war trotzdem so leer. Mein Herz fühlte sich teilweise sehr versteinert an. Aber ich wusste, es muss sich irgendwas ändern. Ich bin nicht dort sitzen geblieben, sondern ich wusste, hey, irgendwas muss sich ändern. Gott, ich kann so nicht weitermachen. Es muss irgendwas passieren. Ich bin an den Punkt gekommen, wo ich aufgegeben habe und gesagt habe, Gott, ich kapituliere, ich kann nicht mehr aus mir heraus. Und versteht mich richtig, ich habe schon immer wieder Gott gesucht. Ich habe mich gefühlt, als würde ich ins Leere sprechen, aber ich fing an, zu Gott ehrlich zu werden, wie es mir geht. Ich fing an, alle Masken abzulegen und zu sagen, Gott, hey, mir geht es wirklich nicht gut. Und ich habe mich teilweise echt aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich war im Gebetsraum und dachte mir, Gott, das kann so nicht wahr sein. Ich will so nicht weitermachen, das kann so nicht wahr sein. Aber ich wusste, wenn ich Gott intensiv suche, dann wird er meine Gebete erhören. Denn Gott ist kein toter Gott. Gott erhört mein Schreien. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe gerade schon gesagt, ich bin im Gebetsraum. Ich habe mir Zeit genommen für Gott. Ich bin auf den Hof im Gebetsraum, habe meinen ganzen Frust bei Gott abgeladen, denn er kann damit umgehen. Er kann mit meinem Frust, mit dem, was in mir drin ist, kann er umgehen. Und er ist der Richtige, zu dem wir gehen sollen. Und einfach Hosen runter. Versteht ihr? Es geht nicht darum, ein kompliziertes Gebet zu sprechen von, ach Gott, du bist so gut und so wunderbar und alles ist tippitoppi, aber du siehst auch dieses Problem. Sondern ehrlich werden zu Gott, zu sagen, ey Gott, mir geht es wirklich nicht gut. Bei Gott dürfen wir unseren ganzen Müll abladen, denn er ist am Kreuz gestorben dafür, dass wir diesen Müll dort abladen können. Gott ist nicht genervt mit dem, was du zu ihm bringst. Und jetzt eine provokante Frage an dich oder auch an dich zu Hause. Und ich weiß, wie diese Aussage mich genervt hat in dieser Zeit, aber suchst du Gott intensiv und bist du ehrlich zu Gott? Bist du ehrlich zu Gott und sagst ihm, wie es dir geht und was auf deinem Herzen ist? Oder sagst du, ey, ist alles tippitoppi, Gott passt schon, machst einfach weiter. Oder vielleicht ist es auch so, dass du kalt geworden bist, dass du sagst, hey Gott, warum soll ich eigentlich noch zu dir beten? Warum soll ich noch mit dir reden? Das hilft doch eh nichts, bringt doch eh nichts. Wozu soll ich beten? Ich möchte was sagen. Gott möchte dir helfen in deiner Not. Fang an, ehrlich zu werden zu Gott mit dem, was dich beschäftigt. Setz keine Masken auf. Gott kennt dich und er weiß, was in dir abgeht. Aber er will ein ehrliches Herz haben. Und ich möchte dich ermutigen, sei nicht zufrieden mit diesem Zustand. Hey, was bringt dieses Beten? Was bringt es schon? Sei nicht zufrieden mit diesem Zustand, in dem du steckst. Hey, es passt schon. Sondern steh auf. Fang an, zu Gott zu schreien. Denn Gott ist nicht tot. Merkt euch das. Okay, in der Geschichte lesen wir weiter. Das Volk Israel schrie zu ihrem Gott. Die Kinder schrien zu ihrem Vater. Und Gott ist es nicht egal, wie es seinem Volk geht. Ihm ist es nicht egal, was mit ihm passiert, sondern er hört das Schreien. Und Gott erhört auch dein Schreien. Weiter lesen wir dann auch, dass Gott einen Engel sandte.
Er sandte ihn zu Gideon. Und Gideon war gerade dabei, Weizen zu dreschen. Das Bild, genau. Er machte das nicht wie normalerweise, wie wir sehen auf dem Bild. Da ist es jetzt zum Beispiel so, dass die Tiere auf dem Weizen trampeln und dann wird das Weizen gedroschen. So wird es normalerweise gemacht. Und es ist eine ziemlich gute Möglichkeit eigentlich, Feinde anzugreifen. Deswegen hat Gideon das anders gemacht. Wir sehen in der Geschichte, Gideon hatte Angst. Er hat es in der Weinkelter gemacht, das bedeutet, das ist ein Behälter. Und dort hat er das Weizen drin gedroschen. Das heißt, er wollte auch gar nichts verlieren, weil das so kostbar war und weil sie so ausgelaugt waren und es so wertvoll war, dieses Weizen. Gideon hat unter einem Baum das Weizen gedroschen, weil er auch Angst hatte, dass seine Feinde ihn erkennen können von der Ferne. Er hatte richtig Schiss, er hatte richtig Angst. Er hatte richtig Furcht. Seine Umstände waren nicht perfekt. Und genau in diese Situation kommt der Engel des Herrn und sagt, hey, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Zweiter Punkt. Du bist nicht allein mit deiner Herausforderung. Gott hilft dir, denn er ist nicht tot. Also wisst ihr was, ich glaube, Gideon hat sich alles andere wie ein Held gefühlt. Ich glaube, der dachte sich eher, was redest du da? Also ich fühle mich gerade nicht wie ein Held, ich fühle mich eher ängstlich und ich weiß gerade nicht, wie ich weitermachen soll. Er hat Furcht und er hatte nicht das Gefühl, dass Gott mit ihm ist, gerade in der Situation. Er musste aufpassen beim Arbeiten, dass er nicht überfallen wird. Und genau da kommt Gott und spricht zu ihm, hey, ich bin mit dir. Du schaffst das, denn ich sehe einen tapferen Helden in dir. Du kannst diese Herausforderung, in der du steckst, meistern, weil ich mit dir bin. Und weißt du was? Gott spricht dir das auch heute Abend zu. Er spricht es dir im Livestream zu und jedem Einzelnen hier. Auch wenn Umstände sich vielleicht nicht perfekt anfühlen, nicht gut sind, vielleicht hast du versagt, vielleicht fühlst du dich schlecht. Gott spricht dir in deine Herausforderung hinein, hey, ich sehe was viel Besseres in dir als das, was du vielleicht siehst. Du kannst es meistern mit meiner Hilfe. Und vielleicht hast du Angst vor Corona. Dann spricht dir Gott zu, hey, ich bin mit dir. Du bist ein tapferer Held und diese Herausforderung können wir zusammen meistern. Vielleicht hast du Angst vor deiner Zukunft. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Dann möchte ich dir zusprechen oder Gott spricht dir zu, hey, du bist ein tapferer Held. Gott ist mit dir und du kannst diese Herausforderung mit Gott meistern. Oder vielleicht hast du ein Problem mit Pornografie. Vielleicht denkst du dir, ey, ich bin schon so lange da drin, ich weiß nicht weiter, ich kann nicht mehr. Dann möchte ich dir sagen, hey, Gott spricht dir genau in diese Situation zu. Hey, du bist ein tapferer Held, du schaffst es mit mir und ich sehe viel mehr in dir als das, was du gerade in dir siehst. Du kannst diese Herausforderung meistern mit Gott. Und ich möchte dich ermutigen, setz es ein für deine Herausforderung. In der Herausforderung, in der du steckst, setz es ein für dein Ding. Und wie wir lesen in dieser Geschichte, Gideon kann es nicht wirklich annehmen. Als der Engel das zu ihm sagt, sagt er, ach Gott, wenn du mit uns bist, wieso haben uns diese Sachen so getroffen? Hey, wir haben von deinen Wundern gehört, wir haben davon gehört, dass du das Volk oder unser Volk aus Ägypten rausgeführt hast. Und wo bist du jetzt? Warum erleben wir nichts in dieser Situation? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es oft so, dass man an diese Frage kommt, hey, warum ist es so? Wieso bin ich in dieser Situation? Wieso fühle ich mich so ausgelaugt? Warum habe ich Zweifel? Warum erlebe ich diese Herausforderung? Und ich will euch eins sagen, wir werden immer wieder Herausforderungen in unserem Leben haben. Es werden immer wieder Zeiten kommen, wo wir finstere Täler erleben. Und die Frage ist nicht, ob wir Herausforderungen bekommen in unserem Leben, sondern wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen. Und das ist mein dritter Punkt. Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Tobi darf schon mal auf die Bühne kommen, genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke oft so, hey, ich bin Christ, ich lebe mit Gott und deswegen werde ich keine Probleme haben. Also ich merke oft, dass ich dann denke, so hey, yo, ich bete für diese Situation und die Situation muss sich jetzt auf jeden Fall ändern. Also Gott, wenn ich jetzt dafür bete, dann änderst du das sofort.
dann habe ich keine Herausforderung mehr und gleich ist wieder heile Welt. Ich weiß nicht, geht es euch auch manchmal so? Ich will euch sagen, nur weil wir mit Gott leben, heißt es nicht, dass wir keine Herausforderungen erleben werden. Das ist eine Lüge zu glauben, dass es keine Herausforderungen gibt, nur weil ich mit Jesus lebe. Ein Beispiel für mich ist Paulus. Ich muss euch sagen, in dieser Zeit habe ich Paulus ein bisschen mehr mir angeschaut und ich finde es sehr faszinierend. Wir lesen von ihm, wie Gott ihn gebraucht, wie Gott ihn immer wieder benutzt und er erlebt Wunder für Wunder für Wunder für Wunder. Und Gott hat ihn echt krass gebraucht. Und trotzdem sehen wir, was für Herausforderungen dieser Mann Gottes hatte. Er war mit Gott unterwegs und trotzdem war das keine Garantie, dass keine Herausforderungen kommen werden. Er erlebte trotzdem Herausforderungen. Ein Tag heilt er jemanden, nächsten Tag Gefängnis. Komisch. Wie kann das sein? Es müsste doch so sein, oder? Wenn wir mit Gott unterwegs sind, muss es doch passen. Dann wird alles laufen. Ich muss euch enttäuschen, so ist es nicht. Nur weil du Christ bist, heißt es nicht, dass du ohne Herausforderung sein wirst. Wir als Bibelschule hatten auch Corona. Man könnte sagen, ja, gerade ihr, oder? Ihr, die da oben sind auf dem Berg, hey, Gott muss doch voll mit euch sein und da darf doch sicher nichts passieren. Es gab Leute, die haben mich gefragt, hey, wo ist jetzt euer Gott? Wo ist euer Gott? Hat er euch verlassen? Ich kann euch sagen, nein, Gott hat uns nicht verlassen. Die Umstände waren nicht perfekt, ja, das stimmt. Aber genau da, wo Gott so fern schien, war er richtig da. Er war sehr nah und hat uns geholfen. Jeder Einzelne hier kann es bezeugen. In dieser Zeit durften wir erleben, wie treu Gott ist. Auch wenn es sich nicht immer gut angefühlt hat. Aber Gott steht zu dem, was er in seinem Wort schreibt, in der Bibel. Wisst ihr, wie dankbar ich war für diese Bibel? Ihr glaubt gar nicht, wie wertvoll dieses Buch ist. Das ist nicht einfach nur ein Buch, sondern es ist Gottes Wort. Gerade da, wo ich schwach war, genau da durfte ich erleben, wie Gott zu mir spricht, durch diese Personen, die auch Herausforderungen erleben. Wir lesen immer wieder von diesen Glaubenshelden, die so groß sind, so toll sind, die so viel erlebt haben. Und oft übersehen wir, was für Herausforderungen diese Personen hatten. Diese Leute hatten auch keinen Mut. Sie hatten auch Angst. Sie haben sich auch schwach gefühlt. Sie haben sich auch verlassen gefühlt. Aber immer wieder dürfen wir sehen, Gott hat sie nicht alleine gelassen, sondern er hat ihnen geholfen. Gott ist nicht tot. Und ich will dich ermutigen, wenn du sagst, du bist in so einer Herausforderung, dann fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, diese Personen zu studieren. Fang an, Paulus zu lesen, die Geschichte von Paulus oder König David, Josef. Es gibt so viele Leute. Und ich möchte noch mal eine Person zeigen noch mal. König David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt müssen wir doch meinen, er wurde von Gott gesalbt zum König. Da müsste man doch meinen, wenn jemand von Gott gesalbt wird zum König, dann muss es doch laufen. Also gerade bei ihm, oder? Wenn wir hier reinschauen, dann sehen wir, das war nicht alles nur rosig. Das war nicht immer nur einfach. Das waren sehr viele Höhen und Tiefen. Sehr, sehr viele Höhen und Tiefen. Aber es ist so gut und ermutigend zu sehen, wie David damit umgegangen ist. Der Weg bis zum König war noch sehr lang, mit Höhen und Tiefen. Aber er schreibt davon, wie er damit umgegangen ist. Und wenn du dich schwer fühlst, ausgelaugt fühlst, nicht weiter weißt, dann fang an, die Psalmen zu studieren. Lies sie dir durch. Gott hilft in der Not. Und heißt es jetzt, dass wenn wir dann anfangen, Gott zu suchen, wenn wir für die Situation beten, ihn intensiv suchen, zu ihm schreien in der Not, heißt es dann, dass die Umstände gleich weg sind? Heißt es dann ist alles wieder perfekt? Nein. Corona war auch noch bei uns da, wo wir hier gebetet haben. Die Menschen haben immer noch schlecht über uns geredet. Aber ich persönlich habe Kraft bekommen. Ich habe in dieser Situation Kraft bekommen, nicht einfach nur liegen zu bleiben, sondern aufzustehen.
Ich habe mich der Herausforderung gestellt, die vor mir war, und habe gesagt, okay Gott, ich will da nicht sitzen bleiben, sondern ich will mit dir durch diese Sache gehen. Und das Coole ist, wenn wir Psalm 23 lesen, wie ich gesagt habe, König David, da heißt es, und wandere ich im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Das ist so gut. Das ist ein Zuspruch, den Gott dir macht. Hey, selbst wenn du im finsteren Tal wanderst, Gott ist mit dir. Er ist nicht fern, sondern er ist nahe. Er ist nicht tot, sondern er ist lebendig, bei dir. Ich finde auch cool, da steht dann der Hirtenstab. Und manchmal kann es so sein, ja, was ist denn der Hirtenstab da? Und Gott hat zu mir gesprochen und meinte, hey Olli, dieser Hirtenstab ist dazu da, dass du dich festhalten kannst, wenn es dunkel ist. Ich helfe dir und du kannst dich daran festhalten. Du kannst dich an mir festhalten und ich gebe die Orientierung in dieser Dunkelheit. Und es war ein längerer Prozess. Das war nicht von 0 auf 100 gleich weg, sondern es hat gedauert. Aber ich habe diese Herausforderung angenommen und so möchte ich dich ermutigen, nimm diese Herausforderung an. Du hast zwei Möglichkeiten, wie du auf eine Herausforderung reagieren kannst. Du kannst die erste wählen, die würde ich nicht empfehlen. Du kannst den Kopf in den Sand stecken und sagen, ach, ist doch eh alles so schlecht und blöd. Gott, was soll ich noch machen? Und vielleicht fühlst du dich schwach. Das ist okay. Aber wähl die zweite Variante, denn die ist viel besser. Fang an aufzustehen. Das musst du nicht alleine tun, sondern Gott ist mit dir. Ich sag's euch, das Schlimmste wäre gewesen, wenn ich liegen geblieben wäre und gesagt hätte, hey, ist eh alles blöd. Ich lasse mich zufrieden mit der Situation. Gott, du hilfst mir doch eh nicht. Ich musste aufstehen und weitermachen. Und so will ich dich ermutigen. Steh auch auf und mach weiter. Ihr dürft gerne mal alle aufstehen. Die Band darf nach oben kommen. Ich habe am Anfang gesagt, ich will heute eine Botschaft von Hoffnung geben. Und so will ich dir Hoffnung machen in deiner Situation. Bleib dran. Gib nicht auf dort, wo du bist. Gott will dir helfen. Du bist ein tapferer Held. Du bist eine tapfere Heldin. Und Gott sieht in dir viel mehr als das, was du gerade in dir siehst. Du kannst diese Herausforderung, in der du steckst, meistern. Selbst wenn du im finsteren Tal wanderst, Gott ist mit dir. Jesus lässt dich nicht einfach dort stehen, sondern er geht mit dir straight dadurch. Und wenn du dich ausgelaugt fühlst, kaputt, du nicht mehr kannst, ich will dir zusprechen, Gott ist nicht tot. Er hilft dir. Das ist ein Versprechen, was er immer wieder gibt in seinem Wort. Er lässt dich nicht allein. Und wenn wir auch die Geschichte mit Gideon sehen, Gideon fühlt sich nicht wie ein Held und Gott gebraucht ihn trotzdem. Gott gebraucht Gideon, um das Volk Israel zu befreien. Gott befreit das Volk. Und er schenkt ihnen am Ende den Sieg. Und genauso wie er vom Volk Israel das Schreien gehört hat und mein Schreien gehört hat, hört er auch dein Schreien. Er hört ihn heute, hier, jetzt, nicht irgendwann, sondern genau heute. Und ich will dich nochmal ermutigen, steh auf, bleib nicht sitzen dort, wo du bist, werde ehrlich vor Gott. Und es muss manchmal nicht so ein großes Ding sein, so eine Weltkrise, sondern es kann auch manchmal ein kleines Ding sein. Werde ehrlich vor Gott. Und ich will dir zusprechen für deine Herausforderung. Hey, du bist ein tapferer Held. Du kannst diese Situation meistern mit Gott, denn Gott ist mit dir. Und dafür will ich jetzt auch beten. Vielleicht fühlst du dich wie Gideon. Du denkst, hey, ich bin so schwach, was soll ich denn machen? Wie soll ich mit der ganzen Situation hier umgehen? Du hast so oft von Gottes Wundern gehört. Du hast gehört, wie Gott irgendwo anders wirkt. Aber vielleicht nicht in deinem Leben. Und du denkst dir immer wieder, Gott, du machst es bei den anderen, aber in meinem Leben bist du tot. Vielleicht fühlt er sich so fern an. Dann will ich für dich beten. Oder ich will für dich beten, wenn du sagst, hey, ich bin matt, ich bin ausgelaugt, ich kann nicht mehr. Dann will ich für dich beten, dass du Kraft bekommst.
dass du neuen Mut bekommst, aufzustehen in deiner Situation, in der du jetzt steckst. Gott möchte dir Frische geben und er hilft dir in deiner Not. Und Jesus, ich danke dir für deine Verheißungen in deinem Wort. Ich danke dir für das, wo wir immer wieder sehen dürfen in deinem Wort, wie Personen mit Herausforderungen umgegangen sind und dass du ihnen geholfen hast. Ich danke dir für diesen Zuspruch, wo es heißt, hey, und selbst wenn ich im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Ich danke dir dafür, dass du mit uns straight durch den Sturm gehst. Und Vater, so bete ich darum, für jeden Einzelnen hier und im Livestream, wo Mut fehlt, Kraft fehlt, wo Angst ist, Vater, ich bitte darum, dass du das nimmst, jetzt, in Jesu Namen. Vater, ich bitte darum, dass du Ketten zerbrichst. Ich bitte darum, dass da, wo Kämpfe sind mit Pornografie, Angst, Vater, dass du diese Ketten jetzt zerbrichst, in Jesu Namen. Vater, ich bitte darum, dass jetzt Freiheit kommt. Vater, wo Lügen sind, dass diese Lügen verschwinden müssen, in Jesu Namen. Ich bitte darum, dass da, wo es heißt, hey Gott, du bist nicht in meiner Situation. Ich bete darum, dass diese Lügen gebrochen werden, jetzt. Dass es verschwinden muss und dass da Freiheit ist. Ich bete darum, dass du jetzt zeigst, in der Not, dass du dabei bist. Dass du nicht fern bist, sondern dass du mittendrin bist. Und dass wir uns festhalten dürfen an dir. Dass du uns Orientierung gibst. Vater, du siehst, wo Einzelne ausgelaugt sind. Wo sie nicht mehr können. Wo sie aus eigener Kraft nicht mehr können. Vater, ich bete darum, dass du ihnen neuen Mut gibst, aufzustehen. Ich bete darum, dass da, wo Leben fehlt, dass du neues Leben gibst. Ich bete darum, dass da, wo Liebe fehlt, dass du neue Liebe gibst und dass sie aufstehen dürfen mit dir zusammen. Vater, ich bitte darum, dass da, wo Lügen sind, hey, du schaffst es nicht. Ich bitte darum, dass diese Lügen zerbrochen werden, dass da Freiheit reinkommt in deinem mächtigen Namen. Danke, Jesus, dass du größer bist als es alles. Danke, dass du uns nicht verlässt, sondern dass du mit uns straight durchgehst. Danke, Jesus, für deinen Zuspruch. Amen.